Lionel Messi und Cristiano Ronaldo beim gleichen Club? Was nach einem Traum klingt, ist offenbar der Plan von Barcelona-Präsident Juan Laporta. Wie die spanische AS berichtet, träumt der 58-Jährige davon, Messi und Cristiano Ronaldo bei Barça zusammenzubringen. Demnach sei allerdings nicht bekannt, ob Ronaldo einem derartigen Angebot zustimmen würde. Ob der finanziell schwer getroffene Verein überhaupt die Mittel für einen Transfer des Portugiesen besitzt, ist ebenfalls fraglich. Deshalb sei ein Teil von Laportas Plan, Juventus im Gegenzug zwei Spieler anzubieten. Als Tauschkandidaten nennt die AS Antoine Griezmann, Sergi Roberto und Felipe Coutinho. Ein möglicher Transfer von Dortmunds Roman Bürki zur AS Monaco scheint geplatzt zu sein. Laut den Ruhrnachrichten gibt es aktuell keine weiteren Anfragen für den Keeper. BVB-Sportdirektor Michael Zorc erklärte im Gespräch mit der Zeitung: Es gibt nichts zu vermelden. Auf dem Transfermarkt findet derzeit wenig Bewegung statt. Durch die Verpflichtung von Gregor Kobel, der als neue Nummer 1 aus Stuttgart kommt, könnte es zu einem Überangebot auf der Torwartposition in Dortmund kommen. Bereits in den vergangenen Tagen wurde berichtet, dass Crystal Palace an Lucien Favre interessiert sei. Nun schreibt die Daily Mail, dass Favre kurz davor ist, das Vertragsangebot des Premier League Clubs zu akzeptieren. Neben Crystal Palace wurden auch Fenerbahce Istanbul und der FC Everton mit dem Schweizer in Verbindung gebracht.